Sie wiegt rund 7 Kilo und kann pro Minute 12-mal so viel Luft veratmen wie die des Menschen. Die Pferdelunge, ein Leistungsorgan. Sie macht nur etwa 1,5% des Körpergewichts eines Pferdes aus, aber einen erheblichen Anteil der Leistungsfähigkeit. Die Lunge ist das Lebens- und Leistungsorgan des Pferdes. Wenn es Störungen in diesem Bereich gibt, dann gibt es natürlich auch gleich Störungen in der Leistung, Störungen aber auch beim Wohlbefinden des Pferdes. Und beim Einatmen wird die Luft im Grunde genommen erstmal erwärmt, dann wird sie gereinigt und durch bestimmte Drüsen angefeuchtet. Und dann kommt es zum Übertritt in die Alveolen, sprich in die Lungenbläschen, wo es dann zum Gasaustausch kommt. Das heißt, Sauerstoff tritt ins Blut über und CO2 wird abgeatmet. Die Lunge des Pferdes weist 50-mal mehr Lungenbläschen auf als die des Menschen. Alle Lungenbläschen ausgebreitet ergeben etwa die Größe eines Fußballfeldes. Auch das macht die Lunge des Pferdes so leistungsstark. Ein gesundes Pferd atmet zwischen 8 und 12 Mal oder 16 Mal in der Minute. Pro Atemzug werden etwa 5 bis 8 Liter Luft gewälzt, ein- und ausgeatmet. Und das Ganze ist im Grunde genommen auf ein Lungenvolumen von 45 bis 55 Liter ausgerichtet, sodass pro Tag im Grunde genommen fast bis zu 100.000 Liter Luft hin und her geschoben wird. Ein Hochleistungssportpferd atmet dann nicht nur 12 Mal in der Minute, eben bis zu 100, 150 Mal. Dann kann man sich vorstellen, was dort an Luft umgesetzt werden muss. In der Regel ist es so, das Pferd fängt an und hat eine andere Atmung, dass der Besitzer sagt, Mensch, der atmet so komisch, ich habe das Gefühl, da stimmt was nicht. Offensichtlicher ist ein Husten, das ausgelöst wird. Gut, das ist ein gutes Zeichen, wenn ein Pferd sich verschluckt, aber wenn es eben mehrfach hustet, dann ist es pathologisch, sprich krankhaft. Da muss man dem auf den Grund gehen. Der Nasenausfluss gehört dazu. Normalerweise kaum oder etwas seröses Sekret, aber wenn es eben ein pathologischer Nasenausfluss ist, dann wird er schleimig, dann wird er gelblich, grünlich. Das sind so ganz wichtige Kriterien. Wenn man über die Atemwegserkrankung des oberen Traktes spricht, dann sind es in erster Linie Kehlkopfpfeifererkrankungen oder es sind Gaumensegelprobleme oder wir haben Erkrankungen im Bereich der Luftsäcke, eitrige Luftsackentzündungen. Im Bereich des unteren Atmungstraktes Lungenentzündungen ganz unterschiedlicher Natur. Früher sprach man von der obstruktiven Bronchitis, seit etlichen Jahren benutzt man das Wort equines Asthma. Dann haben wir aber auch Lungenentzündungen, die rein viral oder bakteriell bedingt sind. Es gibt das Lungenödem, es gibt die Aspirationspneumonie, es gibt tumoröse Erkrankungen der Lunge, selten, aber sie kommen hin und wieder vor. Eine sind die infektiösen Erkrankungen, die infektiösen Ursachen. Dann gibt es die genetische Disposition, die auch nicht zu unterschätzen ist. Ein großes Kapitel stellen die Allergien dar. Man denke an Pollen, an Gräser und dergleichen. Und als viertes, das sind die falschen Haltungsbedingungen. Wir haben Pferde, die in einer schlechten Einstreu stehen, die schlechte Futterqualität vorgesetzt bekommen, verschimmeltes Futter. Oder sie stehen in staubiger Umgebung, sie werden nur in Hallen bewegt, die haben keine Möglichkeit rauszugehen und die Hallen sind einfach zu staubig. Oder sie stehen im Ammoniak, ein großes Kapitel, die Säuberung. Oder sie sind eben einer hohen Luftfeuchtigkeit auch in den Ställen ausgesetzt. Dann ist je nach Schweregrad der Erkrankung die Lebensqualität, die Leistungsfähigkeit, aber auch das Wohlbefinden des Pferdes nachhaltig gestört. Und es kann sich ganz schnell aus einem einfachen Krankheitsbild eine chronische Erkrankung entwickeln und die macht das Pferd dann zum Dauerpatienten. Mit viel frischer Luft, auf der Weide, aber auch im Stall und bei der Arbeit. Durch die Vermeidung von Staub, zum Beispiel durch das Befeuchten der Stallgasse vor dem Fegen, durch staubarme Einstreu wie Späne oder Leinstroh oder durch das Verfüttern von bewässertem oder bedampftem Heu. Durch regelmäßige und ausreichende Bewegung. Und mit Futter von guter Qualität.
Das Wohl des Pferdes steht an erster Stelle. Wir tragen die Verantwortung.